und Kabel durchdringen. Logik an den Nagel hängen wir, wandeln Schlaf und wir reden Bauch. Wir geben uns hin und wir geben auf. Wir geben zu und wir nehmen Lauf. Sie tragen uns auf einer Bahre raus. Wir sind unsichtbar und wir kommen in Scharen. Bringen Jubel, Konfetti, Fanfaren. Sind hier, um unseren Leibern zu laden, um durch das Dickicht eine Schneise zu schlagen. Wollen euren Kopf auf einem Tablett. Dieses Haus ist ab jetzt besetzt. Wir haben abgeschlossen und die Schlüssel versteckt. Wir müssen reden, es hat keinen Zweck. Wir sind nicht, was wir behaupten zu sein. Ihr seht es erst nach der Enthauptung ein. Also Kopf hat euer Hirn sein mein. Hat meins verloren, tut mir euers rein. Ich nehme ins Gesicht ein drittes Bein. Ich bin das scheiß Monster von Frankenstein. Und Frankenstein selbst in einer Person. Zwing ihn nicht dazu, jetzt hier den Heimat zu holen. In Heimat den Schwein versohlen. Und falls du keine Schweine hast, wird er dein Bein versohlen. Und falls du keine Beine hast, wird er den Stein versohlen. Und denen hat die Werten, um dich einzuholen. Und reich ins Heim. Gründe ab heute deinen eigenen Verein. Trete aus. Und trete wieder ein. Rede in Rätseln und denke auf Latein. Du bist ein Sokoro, also knack dich selbst. Du bist ein Geschenk, also verpack dich selbst. Du klingelst, sobald du dich schälst. Räucher, zerhack und back dich selbst. Du bist der Groschen, der Gold, sobald du fällst. Du bist das Brot und der Fels, an dem du zerschellst. Du bist das Tau, was dich hält, so kapp dich selbst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Du bist die Frage, die sich löst, sobald du dich stellst. Du bist die Frage, die sich löst. Wasserzeremonie, das haben wir uns so angewöhnt. Bei jedem Konzert machen wir eine kleine Wasserzeremonie. Wenn ich noch mehr Wasser bekommen könnte, würde ich auch noch mehr verschenken. Ich weiß, Wasser verschenken. Ob das dem Club gefällt, ist jetzt auch egal. Ja, Wasser wäre geil. Nee, jetzt, ich brauche kein einzelnes, einfach für die Menschen. Wir haben gerade was verschenkt. So, das nächste Lied hat mit Obst zu tun. Viel Spaß. Das heißt Backpfeifenernte auf dem Alphabet. Yeah, es geht folgendermaßen. Viele sagen mir, ich solle sie mit Rap verschonen. Ich sag, ich rap nicht, ich hab das Tourette-Syndrom. Wenn mir zu viele Wörter in Kästen wohnen, die Kästen irgendwann zu zerfetzen drohen. So wurde ich unter Großbrechen, wenn mich Peng in Penner. Mein Herz wurde vor mich morgen fällt. Ich hänge an Tänne mit Sender, meine Bälle mit Hänger, doch verschreibe einfach keiner meiner Schalter geht. Pflanze so lang Blumen auf dem Alphabet. Pflanze so lang Blumen auf dem Alphabet. Sie werden zu Wörtern. Ich hab die Saat gesät, die so lange wird, bis hier ein Wald entsteht, den ich roben kann, denn ich brauch ein Soß, an das ich mich fessel und in die Wellen stoß. Auf diese Art und Weise beweise ich bereits seit gut an 125.000 Milliarden von Jahren mehr als Weltall.
Reise die Scheiße hier mit in sich rein und Schall und das Brechen und Lenkraketen, spastiger Medikalische Gelenkprothesen und zu diesen Prothesen und auch Kontrathesen. Ich bastel auf diesen ein Monsterwesen, das kommt gleich ein und streichelt euch zu Tode. Denn es streichelt euch immerhin mittels der zu Tode streichelnden Methode. Wir sind nun im Exorzismus Teil dieses Konzertes angelangt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, wo immer wir spielen, die Menschen dazu aufzufordern, ein Alphabet von sich zu opfern an die Götter der Sprache. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ein Alphabet abgeben. Das ist auch sehr reinigend für einen selbst, weil man dann sozusagen ein Alphabet weniger bedeutet, man denkt weniger an Sprache. Und weniger an Sprache zu denken bedeutet, mehr aus dem Gefühl heraus zu denken, was teilweise sehr praktisch sein kann. Habt ihr Lust, ein Alphabet loszuwerden? Sehr geil. Es gibt eine praktische Art und Weise, ein Alphabet loszuwerden, indem man es in Wasser hineinspricht. Denn Wassermoleküle speichern Informationen. Und dann trinkt man das Wasser aus oder schüttet es weg. Und das Alphabet kann etwas Gutes tun woanders. Denn Alphabete sind ja nicht per se schlecht. Sie sind einfach nur ein bisschen übertrieben viel benutzt von uns. Also Sprache. So, habt ihr Bock? Fokussieren Sie bitte den Inhalt dieser Wasserflasche und sprechen Sie mir nach. Ein Alphabet hier hinein. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Es sind schätzungsweise 1300 Alphabete in diesem Wasser gefangen. Es ist hochkonzentriertes Sprachdenk. Ja, es ist, schmeckt leicht widerlich, es ist ein bisschen bitter, aber es ist irgendwie auch intensiv. Hat jemand Lust, Alphabete zu trinken? Sehr, sehr gut. Es führt allerdings unter Umständen dazu, dass ein Sprachzentrum für 5 Minuten ein wenig verwirrt ist und man nur noch Silben von sich geben kann. Komische Geräusche, die nichts mit Sprache zu tun haben, die muss man dann einfach rauslassen. Das ist wie Kotzen. Wenn man Medizin genommen hat, dann muss man manchmal auch kotzen. Und so ist das mit diesen Silben, die dann kommen. I'm gonna be the one to get you.